Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge der Aufstieg des Heiligen Römischen Reiches. Ja, so ganz wie Otto der Große haben wir es noch nicht geschafft, aber so langsam steht die Möglichkeit, dass wir es schaffen könnten tatsächlich. Italien ist natürlich noch ein deutlich härterer Gegner mit 16.000 Mann, aber ich habe vor, das auf Dauer zu schaffen. Ja, das nächste Ziel wäre von meiner Warte aus im Moment wohl entweder Bayern, Pannonien oder Deutschland. Sachsen herrscht ja erstmal Frieden. Dementsprechend. Was genau waren die Voraussetzungen für das Heilige Römische Reich zu gründen? 220 König oder Kaiser von Italien. Okay. Er ist von Italien, Frankreich, Ostfranken, Spanien, Britannien, okay. Das Ostfrankenreich gibt es nicht mehr. Oder? Das ist komplett verschwunden. Ja. Der Titel scheint verschwunden zu sein. Auf den scheint niemand mehr Anspruch zu erheben. Okay. Ja, es ist jetzt im Prinzip... Eigentlich müsste ich jetzt Pannonien angehen. Die liegen derzeit im Clinch mit... König Gierig Löwenherz. Wer ist denn König Gierig Löwenherz? Achso, er liegt vorne. Er schlägt das gerade nieder. Ach, das ist der hier. Okay. Ja, den wird er jetzt wohl bald schlagen. Nutzen wir die Gelegenheit und schnappen uns Litomerice. Ruf zu den Waffen. Gleiche machen wir in Bayern, bevor der Mann stirbt. Und dann heben wir erneut Truppen aus. Und die sammeln sich am besten mal hier an der Grenze. Oh, mein Erbe ist volljährig. Ich habe vergessen, ihn den Leuten vorzustellen. Das ist natürlich nicht so gut. Nennen ihn mal zum Seneschall. Ja, seine Kampfqualität ist nicht sonderlich hoch, aber der Rest geht in Ordnung. Sehr schön, die Polen folgen dem Ruf zu den Waffen. Und die Bayern ebenfalls. Das schaut sehr, sehr gut aus für mich. Für Pannonien natürlich eine Hiobsbotschaft. Von drei Seiten marschieren die Armeen. Marsch auf Litomerice. Danach direkt auf die Hauptstadt. Stirbt mir natürlich auf den letzten Drücker auch noch jemand weg. Aber für sowas haben wir einen Höfling, der es drauf hat. Gleb führt am besten vom Zentrum aus. Gut. Wojtek ist ein Experte für flaches Terrain und ein Verteidiger und Kreuzritter. Ja. Ja, ist wieder einer gestorben. Ja, ihn schicken wir auf die Flanke. Baronie Praha. Wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich noch irgendeine Baronie geerbt. Hier, ja. So. Oh, tatsächlich, sie haben von ihren eigenen Truppen ordentlich was zusammengezogen. Okay. Offenbar hat er noch seinen ganz eigenen Aufstand an der Backe. Er hat einfach die Burg gestürmt. Nicht schlecht. Gewagt. Gelände, Ebene. Vor allem, weil direkt dahinter nur eine zweite Burg steht. Oh. Er traut sich eindeutig was. Zieht dann sehr viele Truppen zusammen.
Hat jetzt ernsthaft der Bayer einen Krieg an der Backe bekommen? Denkbar schlechtesten Zeitpunkt wohl. Ich kann ja nicht mal beitreten gegen den Aufstand. Ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall für so einen Aufstand. Ich habe knapp 1000 Mann mehr als er. Der Bock so schnell stürmen konnte, schmeckt mir ja irgendwie gar nicht. Ich schätze, ich muss die Befestigung ausbauen nach dem Krieg. Ja, die zweite Burg steht jetzt auch kurz vorm Fall. Ja, das stürmen wir gleich. Ja. Hätte dabei 1200 Mann verloren. Könnte tatsächlich sein, dass meine bessere Belagerungstechnik mich hier bevorteilt. Mein Rivale, den machen wir mal unnachgiebig. Das Mädel hat noch keinen Bildungsweg. Gewissenhaft, pingelig. Und eigenwillig. Verwalterin. Pingelig, verspielt und träge. Das ist aber nicht mein Sohn. Pingelig, verspielt und träge. Da wird nicht viel draus werden. Bildungsorientiert. Die Seuchenlage ist noch entspannt. Er wird jetzt gleich die Stadt plündern. Aber ich mache die ganze Zeit noch Plus, trotz Krieg. So gesehen habe ich keinen Grund, mich über irgendwas zu beschweren. Jetzt sehe ich gerade, dass meine Agenten irgendwie ihren Aufgaben nicht nachkommen. Oh, es ist ein. Da steht auch eine Armee. Okay. So. Die Kirche fällt gleich. Dann habe ich die komplette Provinz unter Kontrolle und kann gegen ihn marschieren. Das Byzantinische Kaiserreich wurde geschwächt. Das finde ich gut. Finde ich gut. Ich freue mich, wenn das geschwächt wird. Das wird sonst oft zu mächtig. Und wie gesagt, ich hätte gern ein osmanisches Reich. Aber jetzt habe ich doch ein paar Truppen verloren. Ich entschließe mich jetzt zum Angriff. Das Wetter ist in Ordnung und meine Generäle sind ziemlich gut. Mal schnell, ob ich noch was Besseres hätte. Wojciech? Nee, Karetan ist besser im Zentrum eigentlich. Aber ich habe nichts Besseres auf der Flanke, also soll er den Angriff ruhig führen. Ist etwas gewagt, mein Angriff. Ich bin zahlenmäßig nicht großartig überlegen. Ah, und die Qualität meiner Truppen entscheidet die Schlacht leider. Krachende Niederlage. Sehr bitter. Das alles, weil die Bayern fehlen. Die hatte ich festgesetzt. Na gut. Geld habe ich. Bleibt mir ja nur eine Wahl. Es war ein gewagtes Bankspiel, aber da müssen wir jetzt Söldner anheuern, dann geht's nicht anders. Ich habe aktuell einen Monatsumsatz von 8,99. Ich könnte also. Oh, wo sind die denn? Deutschland. Die Jungs anwerben. 1500 Mann wären das. Ich habe allerdings viel mehr verloren. Die könnte ich eine Weile finanzieren. Es sind 2400 Mann, aber fast nur leichte Kavallerie und leichte Infanterie. Ich bräuchte was mit schwerer. Der Schweizer Trupp. Sächsischer Trupp.
Die Jungs sind teuer, die Russen. Ja, die würden die Schlacht, den Krieg von selbst entscheiden, aber ich wäre pleite innerhalb von einem Monat. Nee, wir müssen schon was Billigeres nehmen. 600? Italienbrüder, oh. Nee, gut. Dann gucken wir hier. Dass wir die Jungs anwerben, die Schweizer. Wohin marschiert ihr? Okay, treffen wir uns da. Hoffen wir, dass sie stolz wird. Im höchsten Maße ärgerliche Niederlage. Die ich auch so. Vielleicht habe ich es nicht gemerkt. Und vielleicht war irgendeine Flanke schwächer als gedacht. Ich wünsche, ich könnte den Bayern hier etwas unterstützen. Mann mehr sind 100 Mann mehr. Aber wurden einige Aufgebote vollständig aufgerieben in der Schlacht, was mich verblüfft. Das passiert ja sonst eher selten. Selbst mit Söldnern komme ich jetzt nur auf 5000 Mann. Oh Mann. Ich brauche die Bayern und zwar schnell. ...2300 Mann schwere Infanterie. Da... Er hatte gar nicht so viel mehr. Eine leichte Infanterie ist wie die Fliegen gestorben. In der Schlacht. Gott, der hat nur 200 Mann drin. Wollte gerade sagen, die überwältigen wir im Sturm. Die können wir schon wieder ausheben. Nicht viele. Will er nochmal kämpfen? Oder will er jetzt die Bayern schlagen? Weil das kann er nicht. Eine kleine Prinzessin. Muss jetzt alleine lernen. Ich möchte nicht, dass sie ehrgeizig wird und will jetzt auch gerade keine Fähigkeiten verlieren. Ah, seine Truppenstärke sinkt. Er hat gerade seine einer anderen Front Probleme. Das 50% Siegfortschritt, nicht gut. Die Bayern fehlen. Auf die hatte ich festgesetzt. Die fehlen ganz deutlich. Kroaten legen sich jetzt auch noch mit ihm an. Nein, soll sie ruhig fleißig werden. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ah, wie lange denn noch? Schon wieder eine Baronie geerbt. Sag mal, warum sterben die denn ständig? Die immer ermordet oder was? Hier, heiraten, Kinder kriegen. So, jetzt sind die Bayern aktiv geworden. Ebenso wie die Kroaten. Gut. Die Burg ist auch wieder in meiner Hand. Stürmen wir jetzt mal die Kirche. Oh, mein Schwiegervater ist gestorben. Ist damit mein Bündnis mit Polen hinfällig? Ja. Nicht-Angriffspakt,
Und Bündnis. Jawohl. Oh, die Bayern schlagen die pannonische Armee, wie es aussieht. Ja, und die Polen kämpfen weiter mit. Gut. So. Ja, das Risiko muss ich jetzt eingehen. Ich muss die Ortschaften schnell stürmen, bevor die Belegschaft dort noch stärker wird. Damit haben wir den Kriegsverlauf wieder auf den Kopf gestellt. Puh. Und jetzt auf die Hauptstadt marschieren. Pannonische Heer ist nicht zu sehen. Die Kroaten führen ihren eigenen Krieg gegen Pannonien. Die nutzen anscheinend die Gelegenheit. Ah, mein Drittgeborener? Ne, mein Zweitgeborener. Okay. Kriegsausbildung. Ein Befehlshaber ist verstorben. Die direkt wieder zurückerobern. Nee, nee, mein Junge. Okay. Versucht den Kopf von Jakob aus seinem Grab zu stehlen? Nee, ich glaube, ich werde gütig. So. Ganzen Befehlshaber sterben hier weg, hm? Mal gucken, wer schneller ist bei der Belagerung. Ich fürchte eher... Ja, er könnte schneller sein. Oder marschiert schon wieder die bayerische Armee. Verlöbnis arrangieren zwischen meiner Tochter und... Ey! Ich wollte gerade zustimmen. Mist. Besser, dass ich schon mit dem... Und der von Serbien verlobt. Mist! Komm schon, komm schon, komm schon. Dann marschieren wir rüber, schlagen ihn, erobern die Burg wieder. Beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Tempo. Ich mach trotz Söldnertrupp plus. Meine Güte. Und rein wirtschaften im Moment echt gut. Ich muss alleine lernen. Charismatischer Verhandlungsführer ist sie geworden. Ja, die Dame. Nee, sie ist paranoid geworden. So. So, dann marschieren wir mal und schlagen ihn. Ziehen langsam Truppen aus der Mitte ab. Und wir kesseln ihn ein. Ich umschließe sie, erhalte plus 1 Kriegskunst und 75 Prestige. Na, das ist doch was. Nein, die ist es wert, an den Hof einladen. Nein, will nicht kommen. Ich will ja heiraten. Warum?
Warum kommt sie jetzt nicht? Schicken wir ihr ein Geschenk mal. Mal gucken. Okay. Also ich will sie ja heiraten, aber der will ja anscheinend nicht. So. Pannonische Heer ist zerschlagen. Ah, jetzt. Ich weiß Gott, keine tolle Frau, aber es ist immerhin etwas. So. Die Burg ist gestürmt. Warum bin ich jetzt... Schlesische Revolte? Schlesien? Er hat keine Verbündeten gerufen. Also die Schlesier proben den Aufstand. Okay. Gegen... Okay. Alles und jeder kämpft gerade irgendwie in Pannonien. Ich verliere Stolz. Schade eigentlich. Einer meiner Berater fast verstorben. Dann würde ich als Berater dazu. Der ist schon wieder eine Armee. Und jetzt bildet sich bei mir eine Fraktion, weil ich zu lang Krieg führe schon, ne? Hab ich aber die Schnauze voll hier. Nee, 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 nee. Kannst du knicken. Istrien. Ach, da. Oh, das hätte ja was. Wieder jemand verstorben. So. Er ist nicht gut auf dem Posten, aber er gibt dann wenigstens Ruhe. Erneut die pannonische Armee geschlagen. Mein Sohn Benedikt ist erkrankt. Beten wir, dass er gesund wird. Es geht ihm jetzt sogar noch schlechter als vorher. Er schwebt in Lebensgefahr. Ich überlebe das. Wäre sehr schade, einen Sohn zu verlieren. Technologischer Fortschritt. Legalismus. Gut. So, und jetzt beenden wir diesen unseligen Krieg hier mal. Gott sei Dank haben wir das endlich. Gehört auch noch die Schuhe zum Herzogtum Böhmen. Jetzt könnte ich noch die Grafschaft Istrien erkämpfen. Wozu gehörten die Jure? Zu Kärnten. Das wäre natürlich ein schönes Stückchen, ne? Nicht, dass Kroatien widerstehen könnte, aber wenn ich jetzt schon wieder Truppen einberufe, sind die langsam echt sauer auf mich. Ah, oh, meine Tochter ist volljährig geworden und hat sich wohl ganz gut gemausert. Gucken wir mal, wie wir die verheiraten können. Das ist relativ uninteressant. Dann guckst du mal nach einer matrilinearen Hochzeit mit einem anständigen Kandidaten, der brauchbare Fähigkeiten hat. Und der am besten so um die 16 ist. Guck mal, wer sich da so anbietet. Der Junge ist erst 12.
und orthodox. Das ist gar nicht so schlecht, der Kerl. Katholisch. Ist noch irgendjemand hier, der vielleicht besondere Fähigkeiten hat, stark ist? Attraktiv ist auch nicht schlecht, aber seine sonstigen Fähigkeiten sind eher eingeschränkt. Ehrgeizig ist aber nicht so gut. Dann nehmen wir den 12-Jährigen. Der hatte gute Anlagen. Oder wir nehmen den 16-Jährigen hier, der grundsätzlich nicht schlecht war. Tapfer und so. Ja, nehmen wir den. Mehr Blut von meinem Blut hier in meinem Reich. Gut. Den Abt ersetzen wir durch den Mann. Moment, hat sich hier was verschoben? Nein. In Sachsen tobt bloß ein ziemlich unangenehmer Aufstand. Schaffen wir Anspruch auf das Königsrum. Das wäre schön. So. Aber müssen wir die Befestigungsanlagen verstärken. Hier muss eindeutig ein Bergfried her. So. Großflächiger Ausbau des Reiches ist jetzt erstmal angesagt. Schade, hätte ja klappen können. Immerhin ist sie stark. So. Ist immer noch nur verlobt. Wollen die nicht irgendwie mal heiraten langsam? Jetzt ist er an meinem Hof und es kommt immer noch nicht dazu. Brechen wir das Verlöbnis, so. Ja, wenn es sonst nicht klappen will, so. Zack. Ja, das tue ich jetzt mal. Jetzt verliere ich ein paar Werte, aber das geht in Ordnung. Wenn ich dadurch zu einem fähigen Kämpfer mausert. Stark. Krieger. Uiuiui. Krieg mit Kroatien läuft weiter. Ich möchte ein besserer Gläubiger werden. So, werfen wir einen Blick auf meine Gesetze. Zentralisierung ist stark, die Verwaltung ist spät. Inhaftierung oder Titelaberkennung? Was ist erstmal die Titelaberkennung, denke ich, wäre gut. Mag der Papst natürlich nicht so, deswegen lassen wir das. Pflichten von den Adligen mehr Truppen oder ein Ratsrecht holen. Ich bin jetzt 49. Ich habe eine Chance, das nochmal zu ändern, bevor ich sterbe. Also wir werfen mal einen Blick in den Rat. Du müsstest relativ billig sein. Kann keinen Gefallen kaufen bei dem. Das ist ja doof.
Es hat leider durch die Bank Titel. Kann ich alle nur um Unterstützung zu bitten, weil ich nicht genügend Geld habe. Ja, super. Dein neuer Fokus. Oh! Lass erstmal sein. 5 Jahre Frieden. Ich denke, das können wir erstmal machen. Dann drehen wir die Geschwindigkeit aber hoch. Meine Tochter leidet an Hustenanfällen. Dann beten wir doch mal zu Gott, dass das besser wird. Okay. Ich glaube, ich muss meinen Hofarzt langsam wechseln. Grüblerisch, rauflustig, herzlich. Jetzt reicht's mir. Kopf ab. Irgendwann ist auch mal gut mit dem Schied. Jetzt zweimal meine Kinder fast umgebracht hier. Mein Abt, den nennen wir hiermit dazu. Ja, jetzt ist sie leider gestorben. Wenigstens haben sie noch ein Kind gekriegt. Der ist leider kränklich. Häuptling, cool. Akzeptiere ich. Das kleine Minsk, naja. Edyta wurde geboren. Das erste Kind meines Sohnes. Bringt jetzt keine besonderen Anlagen mit. Und er hat Husten. Mann, hier werden gerade alle krank. Die Kleine sollte von ihm wohl am besten. Ah, ruhig. So eine Ausbildung bekommen. Die gerade alle krank hier. Bericht über eine Epidemie. Ah, nein, die nächste Pestwelle. Lagerfieber, Schwindsucht. Schwarzer Tod. Ja, die nächste Pestwelle ist ausgebrochen. Byzanz. Oh yeah. Nächste Geld wohl doch in einen anderen Bereich gesteckt, ne? Fähiger Taktiker, obwohl er dämlich ist. Nochmal 100 Prestige. Pilsen blüht auf. Schade, er ist nicht zu dem geworden, was ich mir gewünscht hätte, aber gut genug. Jetzt hoffen wir, dass seine Kinder zumindest schlauer werden. Und Kinder werde ich schnell brauchen von ihm. Da. Es wird trotzdem ein paar Jährchen dauern, bis da was rauskommt, aber... Und damit ist auch mein Hofarzt verstorben. Und anscheinend auch noch einer meiner Kommandeure. Ein großes Turnier. Nee, das Geld stecke ich lieber woanders rein. Entschuldigung. Thank you.
Führen wir wieder mal. Schade. Wird Zeit, den Fokus zu ändern. Und zwar auf... Verwaltung. Dort legen wir eine Kriegskasse an, nachdem es ja gescheitert ist, Frieden zu halten. Bin ich nicht schon wohltätig? Nee? Ich möchte lieber wohltätig werden. Bildung ist gut genug. Ich hätte lieber gemäßigt. Nee, leider noch nicht. So. Eine weitere Tochter von mir nähert sich der Volljährigkeit. Manipulierbar, gewissenhaft und eigenwillig. Eifrig, gebildet oder schwächlich. Fleißig oder gemäßigt. Jetzt ziehen wir sie ruhig mal zu einer Verwalterin. Okay. Als erstes werden die Burgbefestigungen ausgebaut. Oh, das ist die falsche Provinz. Egal. Wird sich auch dort lohnen. So. Das akzeptieren wir, das Angebot. Damit kriegen wir eventuell Kroatien in die Finger. So, dann als nächstes steht das Hospital auf der Liste dessen, was ausgebaut werden muss. Wir bauen nämlich die Suppenküche jetzt. Er hat seinen Sohn bekommen und blöderweise wieder so einen verdammten pommerschen Namen verpasst. Die Erziehung werde, wenn möglich, ich übernehmen noch. Oh Gott, da ist es. Anspruch aufs Königreich Bayern. Oh Gott, ich brauche Geld. Ich brauche schnell Geld. Gegen den Deutschen Orden? Ach, der hat da eine Provinz. Na gut, ich akzeptiere. Ey, was ein Chaos. Ich hoffe, die schaffen das alleine. Plus 1 Verwaltung. Gut, die erste Schlacht haben die Polen für sich entschieden, kriegen noch mehr Truppen dazu. Ey, nicht noch einer. Er geht als angesehener Arzt. Er hat ihn heilen können, wie es aussieht. Gott sei Dank. Die Polen scheinen sich im Moment gegen den Deutschen Orden sehr gut zu schlagen. Da muss ich wohl nicht mal angreifen. Er hat immer noch die Ruhe. Das ist echt nicht ungefährlich. Manipulierbar, pingelig, zaghaft. Schade. Gott, Königreich Bayern, wenn ich das noch schaffen würde, dafür Geld zusammenzubekommen, denen einen Krieg zu erklären. Ah, Sunny hat nur meine Kultur übernommen. Wie stark sind die Streitkräfte von Bayern aktuell? 8.900 Mann. Ich komme auf 5.500. Ich bräuchte einen Verbündeten. Hat Bayern Verbündete im Moment? Den König von Bulgarien. Das ist seine Mutter, ne? Okay. Ach du Gottes Willen. Jetzt will sich mein Schwiegersohn auch noch absetzen hier. Ich fasse es nicht. Keinen Fall.
Zwei Ansprüche. Wer hat denn den Anspruch? Meine Schwiegertochter. Okay. Der wird auch nicht verfallen. So, ihn ruhig nacheifern. Ah, Bayern hat halt als Verbündete die Königin von Bulgarien. Mit wem steht der aktuell im Krieg? Immer noch sunnitische Befreiung von Armenien. Die gehen da jetzt echt hart gegen vor. Ich bräuchte einen großen Verbündeten. Serbien zum Beispiel wäre toll. Die haben aber auch nicht so viele Truppen. Die Bayern stellen aktuell fast 10.000 Mann. Bulgarien würde nochmal 7.000 dazu bringen. Dem könnte ich mich kaum entgegenstellen. Wie alt ist die Frau? 62. Ich glaube kaum, dass eine Verschwörung da Sinn hätte, aber... Hätte ich vielleicht vorher mal nachgucken sollen. Nein, da gibt es eigentlich niemanden, der wirklich mitmachen würde. Ja. Hätte ich vorher nachgucken können. Ich dem lag. Nein, das hat auch keinen Sinn. Italien wäre der beste Bündnispartner, den ich kriegen kann. Auch mit entsprechender Truppenmenge. Okay. Verlöbnis arrangieren. Meine Enkelin, das Bündnis würde also eine Weile halten. Gut. Nee, nee, nee. Na, entschuldige, ihm gefallen. Das bin ich nicht bereit. Ein Bündnis mit Italien. Gott, das wäre ein riesiger Krieg. Polen hat jetzt noch Pannonien an der Backe. Mir also vermutlich nicht helfen können. Aber das italienische Heer ist schon gewaltig. 12.000 Mann plus meinen Söldnern. Warten wir, bis die Kriegskasse gefüllt ist. Und dann würde ich sagen, erkläre ich den Krieg. Und so lange... Hebe ich jetzt mal in einigen Regionen Truppen aus. So. Ziehe diese zusammen. Unterstütze die Polen. So, die Plünderer verscheucht. Ey, das sieht nicht gut. Ah, warte. Die Polen haben die Ritter geschlagen. Chance, dass sie gerecht erhält oder alternativ gemäßigt wird. Ist gemäßigt geworden, nicht gerecht, aber trotzdem ist das gut. Nein, den Rest muss sie alleine schaffen. Ist trotzdem gut genug. So, den Aufstand geschlagen. Jetzt marschieren wir schnell auf das auf die Kreuzritter hier. Die Deutschritter. So.
Da sind die Deutschritter aus dem Rennen. Gut. Polen hat kapituliert. Da er mich nicht in den Krieg gegen Polen ruft, gegen Pannonien, muss er den wohl oder übel alleine auf die Reihe kriegen jetzt. Ah, offenbar kriegt er da Verstärkung. Klein Maria ist einer meiner Schützlinge. Mal gucken, wie wir die verloben können. Stark. Die hat mich ja ganz toll lieb. Aus irgendeinem Grund. Gucken wir doch mal, wie wir sie so verheiraten könnten hier bei mir in der Ecke. Der Graf von Lebus. Der scheint mir dafür doch ganz gut. Tschüss. So. Truppen auflösen. Das nächste Kind ausbilden. Tapfer ist sie schon. Verspielt. Die letzte Tochter, die ich noch habe. Ne, König von Bayern ja ungern. Bald habe ich das Geld zusammen und dann gibt's Krieg gegen Bayern. Sehr schön. Nee. Meine letzte Tochter wird verlobt mit dem Herzog von Tirol. Akzeptieren. Ah je, jetzt ist der Papst gestorben. So ein Dreck. Der Junge immer noch seinen Pakt. Ah, oh, noch einen mit Frankreich gegründet. Na gut, dann kann ich das knicken. Bayern, Istrien. Kroaten, womit habt ihr ein Bündnis? Niemanden. Das wäre natürlich was. Es würde mir hier unten das Einfallstor gegen ja, nach Kärnten quasi eröffnen, was ich später auf jeden Fall brauchen werde. Ah, oh, den Mann habe ich nicht angriffspackt. Mist. Verdammt. Doch keine Fortschritte mehr großartig. Schade, ich hatte gehofft, ich könnte noch einen schönen Krieg anzetteln. Naja. Was soll's. Ich hätte jetzt natürlich das Verlöbnis kündigen können, aber ich denke mir, auf Dauer kriege ich es auch so wahrscheinlich dann. Jetzt schon König geworden. Ich denke, mein Sohn wird den Anspruch dann schon durchsetzen. Früher oder später wird sie sterben und bleibt nur der König von Frankreich. Deutschland macht sich da gerade breit. Wer herrscht eigentlich über Andalusien? Aquitanien? Aquitanien. Da sind wir 4000 Mann. Die hätten noch einen de jure Anspruch auf Anhalt.
Und er hat aktuell keine Verbündeten. Dann wäre aber vorher angebracht. Und mit den Stimmen im Rat müsste ich das eigentlich auch so schaffen. So. Aktuell ist noch jemand sauer wegen meiner Vasallentruppen in der Herfolge? Nein, nicht sonderlich. Oh, das sind schon italienische Truppen. Gut, dann... rufen wir Italien in den Krieg. Polen lassen wir erstmal in Ruhe, die haben ja schon ihre Probleme. Und die Italiener machen mit. Sehr gut. Nochmal, dass der Krieg schnell zu Ende geht. Mein Hofgeistlicher ist verstorben. Bedeutet das nicht auch, dass wieder mein Hofarzt verstorben ist? Anscheinend nicht. Geduldig ist immer gut. Nein, das reicht. Keine Kinder aus der Ehe hervorgegangen, er schon zwei. Klein Benedikt ist volljährig geworden, auch er geduldig. Oh Gott. Den Satz kriegen wir auf den Thron von England, wie es aussieht. Oh mein Gott, damit ist meine Blutlinie auf dem Thron von England. Weil sie nicht matrilinear geheiratet hat. Noch ein Sohn. Der erstgeborene Sohn hat Kriegerfokus. Genau, den wollte ich ausbilden. Ah, er ist noch nicht 6. Okay. Dann dein zweitgeborener Sohn sollte wohl besser einen Verwalterfokus bekommen. Danhof. Nein, traue ich ihr nicht zu. Oh, sie ist gestorben. Hat sich umgebracht. Welch ein Pech. Schicken wir dem Mann meinen Einsatz, vielleicht stirbt er. Der Mann hier, den habe ich wohl völlig vergessen. So, die Ambition habe ich ja auch erfüllt, ne? Sehe ich gerade. Können wir nochmal was gegen die anrollende Pestwelle eventuell unternehmen. Oh, Technologieverbreitungsrate und Kulturtechnologie. Das hat natürlich was, aber... Nein, erstmal gegen Krankheiten. Ich brauche den Schutz gegen Krankheiten. mein Mitgefühl. 150 Prestige. Meine Güte, der Mann ist jetzt echt erfolgreich. Vielleicht hat er es vergessen, mich einzuladen zu der Party. Bauer soll Schadensersatz bekommen. Ja, ja, bist nicht glücklich drüber. Und wenn schon. Soweit ich das sehe, läuft der Krieg gegen Aquitanien ja ganz wunderbar. Aber bis jetzt ist noch nicht mal eine aquitanische Armee hier irgendwo zu sehen. Jetzt Syphilis, na super. Bete ich mal zu Gott.
und wir investieren in eine Handwerksstätte. Er hat keine Kinder gekriegt, ne? Psst. Ich gerade versuche, meine Blutlinie zu stärken, dass es genügend Kinder ergibt. Kleine Lydia ist volljährig. Wie lange haben wir diese Festung auch noch? Das ist ja schlecht gelaunt, obwohl ich alles unternommen habe. Nehmen wir den Mann in Lohn und Brot oder sind wir bescheiden? Nehmen wir ihn in Lohn und Brot. Keine Kanzler, der lebt. Na, die können mir nichts. Wieder Ansprüche. Viel Spaß. Das wird nix. Oh, mein Erstgeborener hat die Gicht. Dann bete ich mal wieder zu Gott. Meine Güte, der Junge ist echt. Belohnen wir den Mann dafür. Also den Jungen werde ich gut drin. Oh. Unfähig? Wegen Gicht? Oder was ist passiert? Ach, weil er bettlägerig ist, deswegen. Ah. Jetzt kriege ich noch einen Bauernaufstand an der Backe. Zur Krönung des lang andauernden Krieges. Er ist gerade gestorben, mein Hofarzt. Gerade jetzt. Wo wir ihn am dringendsten brauchen. Und mein Erbe bettlägerig geworden ist. Na, schafft das mein Vasall hier schon im Alleingang? Hat er ja einige Truppen versammelt. So. Dann zerschlagen wir schnell den Bauernaufstand, bevor der sich noch ausdehnt. Gleb ist gefallen. Na, ah, ein tapferes Ende für einen alten Mann. Sieg. Verbannen bringt mir nichts, hinrichten kostet mich 20 Pietät. Hinrichten. Kopf ab. So, jetzt schnell, bevor hier noch mir irgendwas in die Quere kommt, beenden wir diesen Krieg. Husarenübungsgelände zu bauen lohnt nicht. Da ich früher oder später die Kultur wechseln werde. Lutschika. Burgstädtchen. Das Gold lohnt sich hingegen durchaus. Sehr schön. Die Handwerker haben sich rentiert. Und noch mehr Verwaltung. Sehr gut. Hier die Kaserne erstmal. Mein Schwiegersohn ist verstorben. Und keine Kinder. Gucken wir mal, ob wir sie nochmal matrilinear verheiratet kriegen. Mit einem anderen Prinzen von Deutschland. So. Ziehen wir die Truppen ab. Und jetzt heißt es abwarten im Krieg gegen Andalusien. Die haben offenbar gerade gänzlich andere Probleme. Also löse ich tatsächlich die Armee mal auf.
tatsächlich noch Gesetze verabschieden, aber da gibt's nichts, was sich lohnen würde. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ah, toll. Mein Hofkaplan. Fratizellisch werde ich ganz sicher nicht. Neuer Hofgeistlicher wird ernannt. Warum werden die eigentlich alle immer irgendwann zu Ketzern? Moment, niedere Titel. Mein Hofarzt. Warum wird mein Sohn nicht gesund? Einer meiner Berater verstorben. So, jetzt sollte der Typ Ruhe geben. Prozent Siegfortschritt. Oh Gott. Das arme Kind. Ja, ja, pingelig. Solange er am Ende geduldig wird. Prinz Ernst von Bayern. Und eh verlobt, ja. Na gut, Prinz Stefan. Du drehst ja eh gerade völlig durch. Du kriegst partout keine Kinder, also. Kannst auch General werden. Okay. Die Sachsen sind dem Krieg offenbar beigetreten. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Eieieiei, wo zieht denn der so viele Truppen her? Der hat Söldner angeworben, aber sowas von. Persönlichen Freund im Krieg beizutreten. Er macht tatsächlich mit, wer auch immer der jetzt war. So. Das ist mein Enkel. Ehrgeizig ist er bereits. Ein erstgeborener Enkel. Ein anderer Enkel. So. Nein, du führst nicht diese Flanke. Okay. Militär. Bezahlt eine Söldnertruppe anzuwerben. Warum die Sachsen so viele Truppen mehr? Erneut die Schweizer. Sind zwar gerade etwas angeschlagen, aber... Wie es aussieht, brauche ich noch eine Söldnertruppe. Gibt's noch irgendwo was Billiges? Die Schotten.
dürfte jetzt vom Unterhalt her ziemlich happig sein. Dann mal gucken. Ich hätte einen fürchterlichen Kater. Sollte ich mein Säufer-Dasein vielleicht überwinden? So, ich verfolge die Sachsen mal schnell. Irgendwo da drüben gibt es weiter Zänkerei. Mein Enkel, geduldig, ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Ah, oh, meine Enkelin hat Kopfschmerzen. Verschwielt, Gewissen nach pingelig. Wieder eine knappe Sache. Verstehe gar nicht, warum das immer so knapp ausgeht. Ich glaube, die Sachsen haben jetzt ihre eigenen Probleme. Versucht meine Schwiegertochter zu verführen hier. Und da war mein Geld wieder weg, das ich angehäuft hatte. Und da ist sie gestorben. Eine Zeit, ihn neu zu verheiraten. Ja, die ist schlau, die kann deine sonstigen Qualitäten mal ausgleichen, nicht vorhandenen Qualitäten. Der wird und wird und wird nicht gesund. Jetzt wird auch noch zu einem Kreuzzug um Jerusalem aufgerufen. Nee, da habe ich keine Lust drauf. So. Was? Noch ein Krieg. Ach. Mein Abt ist durchgeknallt. Super. Können wir ihn dazu zwingen, seinen Glauben zu wechseln? Also da wir ihn nicht zwingen können, seinen Glauben zu wechseln, aus irgendeinem Grund, müssen wir ihm wohl oder übel den Titel entziehen. Ich verliere zornig. Das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. So. Nach eben entziehen wir den Titel. Da müssen wir auch den Posten noch Hofarzt das neu besetzen. Der Mann hier scheint ziemlich gelehrt zu sein. Gut. Hier aber offenbar kann ich ihm den Titel nicht verpassen. Dann kriegt er ihn. Wem liegt denn hier? Ah, sehr schön. Endlich mal ein Enkel, der sich lohnt. Die italienische Revolte scheint zu gewinnen. Wer ist das hier jetzt wieder? Anspruch auf Italien. Ja,
Die italienische Revolte kann eigentlich nicht gewinnen, oder? Ah, da unten macht er jetzt. Ah, sehr gut. Wenn der da unten Territorium erobert, soll mir das recht sein. Das schwächt Italien dann später eventuell mal. Plünderer in meinem Gebiet hier. Das, was ich im Moment eigentlich will, ist ein bisschen Geld. Dass ich meine Burgen ausbauen kann. Ziehen wir immer Flugstruppen zusammen, um die Wikinger zu verscheuchen. Mal gucken. So. Und wird die auch wieder los. Okay. Nein, jetzt halten wir Frieden. Ah je, mein Sohn ist tatsächlich schlussendlich gestorben. Mein Enkel ist der neue Erbe. Ist nicht so schlimm, wie es zuerst mal klingt. Meine Grundfähigkeiten sind nun nicht überwältigend, aber das lässt sich ja machen. Ich bin ja sein Vormund. Suchen wir eben noch eine, die ihm später damit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Oh, Moment, da. Die gefällt mir. Okay, hier ist irgendwas ziemlich Übles passiert. Keine Ahnung, wer das jetzt war. Fratizellisch. 10 Gold ist 10 Gold. Tschüss. Ja. Ach, was soll's. Oh, schade. Bin ich ja wohl zu alt. Dann werde ich gierig. Dafür gibt's Gold. Bist du mein anderer Enkel? Auch mein anderer Enkel. So. Rauflustig, eigenwillig, pingelig. Kriegerausbildung, definitiv. Was war das jetzt? Egal. Gut, warten wir noch, bis mein Schützling volljährig ist. Anspruch auf Zelle. Grafschaft. Nein, lass sein. Weißer Frieden in Italien. Okay. Das reicht mir. Bayern erobert jetzt das Territorium. Jetzt muss ich nur noch... Keine Ansprüche leider auf Bayern. Schmerzen im Unterleib. Die können wir doch nicht alle wegsterben. Lass den verschwinden, da will schon wieder jemand Anspruch auf meine Titel. Hat aber nicht geklappt. Gut. Nissani. Milizübungsplatz. Pilsen. Milizübungsplatz. Ah, steht hier schon. Haha. Auch da. Boleslav. Okay.
Mal gucken, wenn was bei rund kommt. Immer gut. Und noch einer. Milizübungsplatz. Und mit den Italienern möchten wir unsere Beziehung ja nicht gefährden, ne? Gut. Und ein geheimnisvoller Jude kommt auch noch mit dazu. Kreuzzug war auch erfolgreich. Hier toben immer noch heftige Kämpfe. Konoklastischer Aufstand und Krieg gegen den Kalifen, der gerade wieder offenbar Territorium gewinnen wird. Sieht sehr gut aus für den Kalifen. Soll mir recht sein. Gut, dieser Enkel ist ein gut geeigneter Karrierekaufmann geworden. Wunderbar. Und der kann auch direkt mal heiraten. Aber es soll jemand Fähiges sein. Guck mal in seinem Alter auf die Schnelle, wie wir da finden. Ach, ist eigentlich nicht so wichtig, ne? Da. Wunderbar. Akzeptieren. So. Damit ist er verheiratet. Auch in Prag wächst, alles und gedeiht. Und mein Hofgeistlicher ist mal wieder verstorben. Übungsplätze werden gebaut. Sehr schön. Wer bist du? Meine Gattin ist verstorben. Noch ein Jude. Oh, 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 oh. Damit ist nämlich gleichzeitig mein Regent weg. So. Ich werde gebrechlich. Mit mir geht es zu Ende. Fürchte ich. Ich werde wohl nicht mehr dazu kommen, meine letzten Projekte abzuschließen. Nein, die brauche ich nicht. Möchte meine Enkelin ehelichen. Das akzeptiere ich. Wenn ich damit die Franzosen ins Boot kriege, um später Krieg gegen Bayern zu führen. Mein Pannonien tobt wieder ein gewaltiger Aufstand. So, wie geht es meinem Nachfolger? Ist tapfer immerhin schon mal. Bürgermeister gibt mir auch mal einen guten Tipp. Und ich bekomme Bildung. Gut. Gegenzug. König von Kroatien ist verstorben. Mein Enkel wird jetzt doch ganz brauchbar, doch noch. Oh nein! Nicht euer Ernst, er ist dümmlich geworden. Eben sage ich noch, er wird ganz brauchbar, dann wird er dümmlich. Oh Gott. Wenn er jetzt nicht gleich ehrgeizig oder sowas ankommt, dann... Das wird eine Qual mit dem, das sehe ich schon kommen.
Ehefrau muss das rausreißen. Kannst du denn vielleicht mit dem ganzen Geld, das du gerade anhäufst, noch mal ein paar Pflichten verändern oder im Rat was reißen? Gut, gucken wir mal in den Rat. Ist gerade schwer, da angefallen zu kommen, hm? Ja. Nee, dann sparen wir uns das Geld lieber. Wir richten lieber noch einen Bergfried. Lesen üben ist gut. Und ich sollte das Buch lesen. Jetzt werde ich auch noch ein ehrgeiziger Dichter auf meine alten Tage. Nein, ich möchte Freunde bleiben. So, nein, den Anspruch setzen wir nicht durch. Jetzt kriege ich auch noch einen Aufstand, weil der hier Mist baut. Das ist einer meiner loyalsten Ratsmitglieder. Ein neuer Marschall. Und damit ist das Thema durch. Ausgerechnet mein dümmlicher Enkel, bevor er volljährig werden konnte. Und dich ausbilden. Wer kann dich denn noch ausbilden, dass Hoffnung besteht? Herzog von Pomerellen. Er ist halbwegs fähig. Immerhin ist er 15, am 8. Februar geboren, wird also nächstes Jahr schon volljährig. Gott, ich hoffe, das wird wenigstens geduldig. Schauen wir uns das noch kurz an, das Trauerspiel. Dermaßen unfähigen Herrscher hatte das Reich ja schon lange nicht mehr. Fähiger Taktiker ist er immerhin noch geworden. Na gut, das geht ja gerade noch so. Und gierig. Damit steht fest, Diplomatiefokus Nummer 1. Und erstmal Frieden und Entwicklung. Oh Gott, seine Verwaltung. Das Reich zusammenzuhalten wird nicht einfach. Nicht-Angriffspakt. Nicht-Angriffspakt. Beide stimmen zu. Bündnisse mit beiden. Wenn zwei gegen Deutschland vorgehen, das wäre das wohl das nächstgelegene Ziel. Kroatien werde ich mir erstmal nicht ins Boot holen. Nein. Ja, das lief jetzt nicht so erbaulich am Ende. Etwas schade. Vernünftigen Regenten sehe ich jetzt gerade auch nicht so. Aber zwei wird zwei wohl ihm. Der Rat wird erstmal unzufrieden sein. Ich muss jetzt Geld ansparen, schnellstmöglich.
Ihn muss ich unbedingt ausgebildet kriegen, dass er fähiger wird. Ja. Wohl oder übel muss ich ihn auf diesen Posten setzen. Wenigstens ist der Mann fähig. Aktuellen Kämmerer ersetzen wir mal. Hofspitzel. Könnten wir durch den Mann ersetzen. Ist etwas gewagt, aber vielleicht geht er in Konstantinopel drauf. Den Kaplan behalten wir bei, oder? Hätten wir vielleicht besser beibehalten. Gut. Ein Hofspitzel. Zum Seneschall ernannt. Mein Marschall hat schon einen Ehrentitel. Gut. Und dann müssen wir noch einen Hofarzt anheuern. Gut. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen den Allvater.